Hallo liebe GamePro-Leser und herzlich willkommen zum Mobilcheck. Das Wetter wird immer besser, die Biergärten voller und mittlerweile dürften auch die Freibäder immer vollgestopfter werden. Trotz Hammertemperaturen und Sonnenoverkill gibt es aber keinen Grund, auf euer Hobby zu verzichten. Deswegen stellen wir euch auch diesen Monat wieder einige interessante Spiele vor, die ihr unterwegs zocken könnt. Bevor wir loslegen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass wir zwei Spielen gesonderte Videos spendiert haben. Ganz einfach, weil sie es verdienen. Wer also bewegte Bilder zu dem Jump'n'Run-Knaller New Super Mario Bros. Und dem außergewöhnlichen und ebenso faszinierenden Loco Roco sehen will, sollte sich auf der DVD umschauen. Gut, wir beginnen dieses Mal mit den Spielen für PSP. Das erste ist Choose Eliminator. Hierbei handelt es sich um ein Rennspiel im Stil von Need for Speed Underground, das durch seine eingängige Steuerung und diverse Tuning-Möglichkeiten besticht. Mit anderen Worten, Simulationsfreunden dürfte das Ganze ein bisschen zu arcadisch sein. Einziger wirklicher Nachteil sind die ultralangen Ladezeiten. So dauert es zum Beispiel knapp eine Minute, bis ein Rennen losgehen kann. Ansonsten macht die Raserei eine Menge Laune, besonders wenn man mit bis zu vier Freunden an den Start geht. Jetzt wollen wir mal bei Talkman handelt es sich im Prinzip nicht wirklich um ein Spiel, sondern vielmehr um eine Sprachsoftware, die euch den Aufenthalt in fremden Ländern und das Erlernen neuer Sprachen erleichtern soll. Ihr steckt ein mitgeliefertes Mikrofon auf die PSP und lasst euch eure Spracheingaben dann übersetzen. Talkman ist ein nettes Tool, ein interessantes Spielzeug, als ernsthafte Lernsoftware kann man es aber nicht in Erwägung ziehen. Denn sehr oft schießt das Programm den Vogel ab, wenn zum Beispiel deutsche Sätze auftauchen wie "Der Tisch funktioniert nicht". Also ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber mein Tisch funktioniert eigentlich noch ganz gut. Dragon Ball Z Shin Budokai dürfte wieder genau das sein, was Fans der Serie spielen wollen. Nämlich eine nette Prügelei in cooler Cell-Shading-Optik. Son Goku, Piccolo, Cell und die gesamte weitere Meute ist natürlich wieder an Bord. Besonders Laune macht das, wenn ihr wireless gegen einen Kumpel antretet. Freunde ernster Prügelspiele können aber auch diesen Teil im Regal stehen lassen. Ich persönlich habe mich ganz besonders über die Capcom Classics Collection Remixed gefreut, weil ich finde, dass es auf tragbaren Konsolen einfach super kommt, wenn man unterwegs ein paar Klassiker spielen kann. Im Sortiment werden hier 20 Titel wie Final Fight, Street Fighter, Bionic Commando, Magic Sword oder 1941. Klar, die Präsentation ist nicht mehr up-to-date, dafür machen die alten Jugenderinnerungen immer noch eine Menge Laune. Deshalb mein ganz kurzes Fazit, tolle Sammlung. Eines gleich vorweg, ich halte Tomb Raider Legends auf der 360 für das mit Abstand beste Spiel der Serie. Leveldesign und Atmosphäre sind einfach auf ganz hohem Niveau. Das ist natürlich bei der PSP-Umsetzung genauso, dafür gibt es hier einige Bedienungsschwierigkeiten. Da die PSP keinen zweiten Analogstick besitzt, müsst ihr mit Lara kurz anhalten, um dann mit gedrückter Quadrattaste die Kamera zu drehen. Und ganz ehrlich, das ist echt ein bisschen zu umständlich. Die Präsentation ist ziemlich gut, leider bricht die Bildrate ein, wenn viele Gegner oder Lichtquellen auf dem Screen erscheinen. Tomb Raider Legends ist auch auf der PSP immer noch ein sehr gutes Spiel, wir raten euch aber hier zu einer Fassung für die großen Systeme. Gut, kommen wir nun zu den DS-Spielen. Ich will es hier mal ganz kurz machen. ATV Quad Frenzy kann nix. Die Steuerung, die Kollisionsabfrage und das Geschwindigkeitsgefühl der Offroad-Raserei sind fast schon unterirdisch schlecht. Einzig die einigermaßen akzeptable Grafik verhindert hier den Abrutsch in einstellige Wertungsregionen. Tut euch selbst einen Gefallen und macht einen weiten Bogen um das grottige Spiel. Das gleiche gilt auch für Dragon Booster, eine fürchterliche Mischung aus Rennspiel und Baller-Action. Hier ist ohne Witz der einzig gute Punkt die erträgliche Musik, ansonsten ist das Teil ein Fall für das Worst of Videospielmuseum. Wenn ihr wirklich jemanden in den Wahnsinn treiben wollt, kauft ihm das Spiel, kettet ihn an den DS und zwingt ihn zu mehrstündigen Spielen. Fieser ist wohl nur, jede volle Minute kopfüber in eine heiße Fritteuse getunkt zu werden. Mit diesem friedlichen Gedanken verabschiede ich mich, bis zum nächsten Mal, genießt das schöne Wetter und schaut immer mal nach, ob euer Tisch noch funktioniert. Tschö!